So, das war's dann. Erster Ausflug zum Gerberstein, Thüringen. Dein zweiter dieses Jahr überhaupt, ne? Ja. So, und erstes Mal Thüringer Granit unter den Fingern. Ja. Wie fandst du's? Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich lang muss. Scheiße. Ja, ich fand's total gut. Ich mag auch Granit an sich sehr gerne. Auch in Schweden bin ich vom Granit total überzeugt. Auch wenn er piekst und man nicht lange halten kann, aber er hält halt. Ja, also das ist definitiv hier krass. Das ist so. Ja. Es schneidet einem wirklich Löcher in die Haut. Also ich denke, wenn man da wirklich mal ein Boden projektiert und so eine richtig schöne scharfe Leiste hat, wie du das vorhin hattest, dann macht man das, glaube ich, nicht länger als einen Tag und dann muss man wohl tapen. Aber Basti, was machst du da? Ich putze den Boden. Du putzt den Boden? Ja. Hast du keine Hobbys? Das ist mein Hobby. Ich fahre in den Urlaub mit Bürsten, um den Felsen zu putzen. Das muss auch mal sein. Ja, hier kommen wohl nicht ganz so oft Leute vorbei, wie es aussieht. Noch nicht. Und warum sind wir hier? Weil du gern Felsen putzt. Genau. Ne? Da ist eine schöne Platte, Cindy. Ja. Hast du Bock drauf? Ja. Ein bisschen hoch. Ach komm. Ich höre immer nur, oh ja. Frage ich Basti, ob er schon Bock hat, sagt er, nee. Kevin, hast du Bock? Klar. Kevin, hat Bock. Ganz, ganz wichtige Info. Das hier ist Granit. Deswegen darf der dort auch die Drahtbürste benutzen, weil dieser Fels das ab kann. Da muss halt das Moos runter. Also, wenn man da hoch will. So, ich gucke mir dabei mal einen anderen Boulder an. Um die Ecke gibt es nämlich tatsächlich noch einen. Also das meiste Zeug ist hier irgendwie hüfthoch oder schulterhoch, also nicht so wahnsinnig, aber das sind mal zwei höhere Blöcke. Und hier hat Basti schon mal Pets ausgelegt, da sind wohl eine 6B und eine 6A dran. Und da werde ich mich jetzt gleich mal dran probieren. Also ich habe den Spaß, während die anderen die Arbeit haben. So mag ich das. Also was mir heute richtig krass aufgefallen ist, ist, dass ich eine ganze Weile nicht mehr an Platten oder geraden Wänden unterwegs war, sondern eigentlich in letzter Zeit drin wie draußen fast nur noch Überhang geklettert habe. Und ich hatte heute echt Probleme, meinen Füßen zu vertrauen. Das ist eine Sache, die man hier einfach machen muss. Es gibt zwar schon zum Teil wirklich gute Tritte, es kann aber auch mal sein, dass man einfach nur die flache Wand antreten muss. Das hält schon, weil der Fels ja super rau ist, aber man muss es sich trauen. Und ich hatte heute immer mal wieder so das Gefühl, na, ob das hält. Und dadurch war ich heute nochmal echt eine ganze Ecke vorsichtiger als sonst unterwegs. Aber das kann man ja lernen, da kann man sich auch dran gewöhnen. Also das ist schon eine coole Sache. Upsi. Also, schöner Boden, muss man sagen. Also, ist nicht super komplex oder sowas. Aber klettert sich ganz gut. So, jetzt können wir mal bei Cindy zugucken. Die Boden waren auch sehr schön. Schöne Linien an den Felsen. Hat man auch nicht überall, wenn man rausfährt. Also ich muss auch sagen, ich bin da, was das angeht, echt positiv überrascht. Ich war einmal draußen im Gebiet um die Ecke hier. Das war absolut nichts für mich. Fand ich totalen Quatsch. Also das stimmt ja nicht, aber. Ich dachte, du denkst jetzt an den Mommelstein. Mommelstein, nee, das war auch richtig gut. Ne, doch, nimm mal den linken Fuß rüber. Den rechten gerade noch nicht. Ja, genau, deswegen nimm den linken Fuß mal rüber. Stell ihn mal nur in die Fläche. Ja, genau, jetzt hoch. Ja, und da oben ist alles gut. Ja! Ja! Jetzt hatte ich mal kurz Angst. Naja, aber hier, wenn du da unten irgendwie startest und hier hast du noch unten. Könntest du zentral hoch. Könntest du auch da hoch? Ja, doch, mach doch. Okay. Man kann sich das ja auch aussuchen, ob man was macht, was vielleicht nicht im Führer drin steht. Ne? Ja. Das ist ja ein Sport voller Freiheiten. Aber nicht die Kamera umschubsen. Die hat Papa ausgerichtet.
die Stelle, die du hattest. Nee. Das ist die Stelle, die du hattest. Mir ist er gut. Aber ich werde ihn gebraucht. Ich Das fühlt sich komisch. Ich will jetzt nicht ningeln, aber au. Das sind so kleine Nadelspitzen drauf. Das, naja, Granit halt, ne? Sagen, oh, dass ich es speziell finde, dass es bei dir immer so bröselt. Du brichst einfach Dinger ab. Hier oben muss man echt mal putzen. Das war nicht so geil. Ja, also schöne Boulder, ein brauchbarer Zustieg. Ich glaube, eine Viertelstunde sind wir gelaufen. Ja. Bergauf. Ja, bergauf, gut, aber das ist halt, ja, kann man schon mal machen. Mittelguter Zustieg. Okay, ist Absprunggelände in den meisten Fällen. Also, 2-3 Pets kann man schon dabei haben, ist nicht schlecht. Kinder kann man auch. Ja, Kinder kann man mitnehmen, ist auf jeden Fall kindertauglich. Es gibt keine steilen Abhänge oder sowas. Aber nicht mit dem Wagen, sondern tragen. Ja, oder sie müssen halt selber laufen. Oder selber laufen, ja. Definitiv jetzt nicht so, also das ist jetzt kein super toller Wanderweg. Da muss man schon ein Stück weit auch mal über ein paar Steine drüber und einen Hang hoch. Aber ja. Grundsätzlich tatsächlich mal ein schönes Gebiet in Thüringen. Überraschend schön. Schön. Mit rechts in der Riss. Und dann mit links kreuzen. Ja. Ganz hoch gleich an die Spitze. Der ist gut. Ja, ja. Oh, das lässt sich aber nicht mehr los hier. Jetzt fahre ich das nochmal mit dem Fahrrad hoch. Jetzt fahre ich das nochmal mit dem Fahrrad hoch. Ja, genau. Hier bin ich. Bisschen wackelig. Aber spannend. Also wir sind jetzt noch mal ein Stückchen weitergezogen. 100, 200 Meter weiter irgendwie. Da gibt es noch mal so einen richtigen Spitzenblock. So ein Murzdach. Ich meine, immerhin Kopfhöhe. Das ist genau meine Höhe. Finde ich super. 7a. Dynamisch irgendwas. Habe ich ja jetzt geübt. Irgendwie scheiße. Ah. Der tut schon weh, gell? Ach nee, ach doch. Oh. Ja. Oh. Ja, ah. Ja, ich hab den gedoppelt, ja. Was hast du jetzt gemacht? Der fällt runter. Wie ein Läppchen. Ist doch nicht abgefallen. Noch nicht. Jetzt muss ich noch so bewegen. Komm, Tori! Oh, das wird nicht.
Jetzt darfst du auch mal lang. Grundsätzlich tatsächlich mal ein schönes Gebiet in Thüringen. Überraschend schön, würde ich sagen. Kann man wieder hin. Damit endet jetzt unser Familien-Outdoor-Tag. Wir fahren jetzt nach Hause. Wenn ihr Lust darauf bekommen habt, mal in Thüringen was zu machen, es gibt da einen ganz guten Führer, der Blockreich, ist im GeoQuest-Verlag erschienen, kriegt man aber auch bei den einschlägigen Plattformen. Ansonsten, klar, wieder mal ein bisschen anderes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen oder es hat euch gefallen, weil es mal was anderes war. Noch ein bisschen Outdoor. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare oder irgendwelche Wünsche, Anregungen, sonst irgendwas, vielleicht auch Ideen für die nächsten Videos, was ihr gerne mal sehen würdet, dann einfach reinschreiben. Ja, dann sind wir jetzt fertig mit diesem Tag. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch auch einen schönen Tag wünsche. Viel Spaß beim Klettern und natürlich maximal Grip.